Ich würde auch 5 Kilogramm Hackfleisch in die Charts kriegen. Dieter Bohlen. Kapitel 1. Dallas, Dienstag, 21.06., 3.01 Uhr morgens. Als Christian mich anrief, befand ich mich im Zustand fortgeschrittener Verwesung. Pardon, ich meine natürlich Verwirrung. Denn ich lag jenseits der zivilisierten Welt auf ein paar löchrigen Holzbrettern und träumte von endlosen Stränden, romantischen Sonnenuntergängen und explodierenden Atomkraftwerken. Lange nichts mehr von dir gehört, sagte Christian. Wie geht's dir so? War alles, was ich von mir geben konnte, denn es war mitten in der Nacht und ich hatte schon seit Tagen nicht mehr mit einem Menschen gesprochen. Erinnerst du dich noch an die Bürgschaft für die Pommesbude, die du mir gegeben hast? Christian klang so unschuldig wie ein Dreijähriger, der den Weihnachtsbaum abgefackelt hat, samt elterlichem Haus und dem als Weihnachtsgeschenk verpackten Hamster. Schlagartig war ich hellwach. Ja klar, antwortete ich und richtete mich auf. Top-Lage, fast keine Miete, super Kunden, die besten Pommes des Ruhrgebiets. Ein idiotensicheres Geschäft, bei dem nichts schiefgehen kann. Selbst da nicht, wenn die Welt untergeht. Tja, Christian räusperte sich umständlich. Es ist schiefgegangen. Was? Ich bin pleite und muss die Kredite zurückzahlen. In einer Woche. Ich zwickte mich in den Arm, ins Bein und dort, wo es besonders weh tut. Doch ich war tatsächlich wach. Was denn für Kredite? Ich habe doch nur für einen gebürgt. Wieder räusperte Christian sich umständlich. Das ist ja das Problem, sagte er. Deinen Kredit kann ich nicht zahlen und den von den Hells Angels auch nicht. Du hast dir Geld von den Hells Angels geliehen? Ich war versucht, mich schon wieder zu zwicken. Warum das denn? Ich hatte mich an geldgeile Betrüger ohne Moral und Ethik ausgeliefert, sagte Christian. Ich kenne die Hells Angels, unterbrach ich ihn. Aber offensichtlich nicht die Deutsche Bank, widersprach Christian. Die haben nämlich meine ganzen Einkünfte mit der Pommesbude an der Börse verzockt. Und als ich am Jahresende von der Steuer überrascht wurde, haben sie mir, weil der DAX gerade so viel Chancen bietet, doppelt so viel wie nötig geliehen. Und das haben sie dann auch verzockt. Anschließend bin ich zu den Hells Angels, weil ich dachte, schlimmer kann es nicht kommen. Ein erneutes umständliches Räuspern von Christian verriet mir, dass es sehr wohl schlimmer gekommen war. Was passiert, wenn du den Kredit nicht zurückzahlst, fragte ich. Pfänden sie dir dann die Pommesbude? Was haben sie schon lange, er seufzte. Am Ende habe ich noch alles versucht, sogar 17 Sorten Currywurst angeboten, aber es hat nichts genutzt. Die letzten 6 Monate habe ich gleichzeitig als Chauffeur, Bäcker und Musikjournalist gearbeitet, aber die 3 Jobs haben gerade mal ausgereicht, um die Zinsen zu zahlen. Jetzt hat das Musikmagazin dicht gemacht und ich kann mich nicht arbeitslos melden, weil ich ja noch 2 Jobs habe. Und von meinem schlimmsten Nebenjob habe ich noch gar nichts erzählt. Und jetzt, fragte ich, muss ich innerhalb einer Woche 100.000 Euro für die Hells Angels auftreiben? Christian war eigentlich ein unkaputtbares Stehaufmensch, doch jetzt gerade flatterte seine Stimme bedenklich, trotz der ganzen Räusperei. Sonst bin ich erledigt, sagte er. Und du auch. Wieso ich? Die Deutsche Bank will nochmal so viel Geld, aber da die einem im Gegensatz zu den Hells Angels nicht umbringen, muss ich erstmal die Rocker zufriedenstellen. Und du als Bürger die Deutsche Bank. Das Geld bekommst du natürlich von mir wieder, sobald ich es irgendwann hab. Und das sagst du mir jetzt, fragte ich. Mitten in der Nacht, eine Woche vor Ablauf der Frist? Ja, sorry, ich dachte, ich kann das Problem selbst lösen. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen, aber Christians Stimme hellte sich auf. Ich habe mir seit Tagen den Kopf zerbrochen und einen Ausweg gefunden. Was für ein Ausweg, fragte ich. Banküberfall, räuberische Erpressung, Drogenschmuggel? Wir haben es schon einmal gemacht, sagte Christian. Aber diesmal machen wir es richtig und kassieren ordentlich ab. Lecker. Pommes Porno Popstar. Das 80er Jahre Musik-Mafia-Männerbuch von Thomas Kova und Christian Povin. Für Lesefaule und Analphabeten auch als Hörbuch erhältlich. Ebenso zu hören 2. Die erste CD von Povin und Kova mit dem Parallelwelthit Du.